Hallo meine Schnuten. So, heute das erste richtige wöchentliche Update und zwar zur 21. Schwangerschaftswoche. Ich bin jetzt zwar in der 22. Schwangerschaftswoche, mein Hund, aber gerade erst gestern gekommen und abgeschlossen habe ich die 21. Also kann ich dazu eher was erzählen und ich habe auch im letzten Video sicherlich ein bisschen was vergessen, wo ich mir nochmal angeguckt habe, dazu hätte ich noch was sagen können und dazu und das möchte ich dann jetzt nochmal ein bisschen genauer machen und ich habe ja auch meine Notizen und kann somit nichts vergessen und ich fange einfach mal an mit den Beschwerden in der 21. Schwangerschaftswoche. Also wie ich im letzten Video schon gesagt habe, eigentlich geht es mir gut, toi toi toi, auf Holz geklopft. Habe ja an mein Himmelbett geklopft, das ist aus Holz. Und ja, also meine Brüste, wenn ich das mal so sage, kommen mir riesengroß vor, sind sie auch geworden. Ich brauche jetzt zwei Cupgrößen größer und kommen mir so schwer vor und das ist irgendwie ja, ein bisschen belastend. Müde bin ich immer, jeden Tag, da kann ich die Uhr danach stellen, schon so ab dem späten Nachmittag, 4:30 rum und ich quäle mich dann immer noch bis abends durch und gehe dann immer rechtzeitig ins Bett, ja. Ich hoffe, das pegelt sich mal noch wieder ein, weil irgendwie ist dann der halbe Tag im Piep. Ja, dafür muss ich nachts dann oft auf Toilette, das übliche Problem. Also vorletzte Nacht war bestimmt mein Rekord, musste ich bestimmt 6-7 Mal raus. Und morgens fühle ich mich dann richtig so ausgetrocknet und ich wache mit Kopfschmerzen auf, weil ich schon abends gar nichts mehr trinke, damit ich nicht nachts 100 Mal auf Toilette muss. Also das ist echt nervig. Ja, und den einen Tag habe ich meinem Freund die Haare geschnitten und da habe ich irgendwie gemerkt, wo ich meinen Daumen so in die Schere gesteckt habe, irgendwie ist das unangenehm, irgendwie ist das enger. Also scheinlich, ich weiß nicht, also ich sehe nichts und ich fühle auch nichts, aber irgendwie kam mir das so vor, dass die Schere enger war als sonst. Das tat irgendwie am Daumen weh. Könnte Wasser sein, kann aber auch Einbildung gewesen sein. Ja, dann die Kindsbewegungen. Also das ging ja bei mir ein bisschen später los. Ich habe ja immer schon bei YouTube so ein paar Videos verfolgt und manche sagen schon, ja, in der 13. haben sie schon was gemerkt oder in der 17. oder irgendwas und ich immer so, ich bin jetzt schon 20 so und ich merke nichts und ich wurde schon langsam ungeduldig und dann in der 21. Ja, das war eindeutig. Das war richtig so ein Anklopfen von innen, so ein bisschen gegen Bauchnabel gedrückt und ich habe dann eine Weile drauf geguckt und dann hat man richtig so gesehen, wie die Bauchdecke leicht mitgewackelt hat. Das war total, total schön und ich habe dann so reingedrückt und ich wollte es am liebsten, dass es noch stundenlang so weiter so macht, aber in der Anfangszeit ist ja dann eigentlich immer wieder für ein paar Tage Ruhe, dann ist nur alle paar Tage mal Remi-Demi im Bauch, sodass man es richtig merkt, aber später wird das ja dann regelmäßig, da freue ich mich schon drauf. Na, es war total schön. Ja. So, Dehnungsstreifen habe ich noch nicht, aber ich möchte wetten, dass ich welche kriege, weil mein Bindegewebe ist nicht das Beste. Ich habe auch Wachstumsstreifen, als ich damals gewachsen bin als Kind, bin ja nur sehr in die Höhe geschossen, bin ja recht groß, wie ich schon im letzten Video gesagt habe und da habe ich am Rücken richtige Streifen, wie man es dann von den Schwangerschaftsstreifen kennt und am Hintern auch. Ich weiß nicht, ob mein Hintern so schnell gewachsen ist, aber die sind jetzt, die waren damals richtig rot, die sind aber jetzt verblasst, also man sieht nur so ganz leichte Risse auf der Haut, wenn dir das Licht so ein bisschen blöd einfällt. Also bin ich mir ziemlich sicher, dass ich welche bekomme. Also ich creme fleißig ein und massiere und ich dusche mit so einem Massageschwamm, mit so einem Puschelschwamm und Wechselduschen. Also man soll es wohl verringern können, aber nicht verhindern können. Gut, verringern ist ja auch schon mal was, ne?
Und ja, es ist ja auch halb so wild, weil man bekommt ja dafür was. Und dann nehme ich das gerne in Kauf, das ist egal. Jo, haha, was ich im letzten Video total vergessen habe, das Geschlecht haben wir ja erfahren. Dazu muss ich was erzählen. Ich hoffe, es wird irgendwie wieder nicht zu lang. Wir hatten damals ja eigentlich den Wunsch, also erstmal, es wird ein Mädchen, so, ein Mädchen. Wir hatten damals den Wunsch, eigentlich einen Jungen zu bekommen, weil wir beide sehr groß sind. Und ich hatte da ein bisschen Bedenken, wenn es dann ein Töchterchen wird, dass sie mir auch nochmal über den Kopf wächst. Und das ist ja dann nicht so schön. Meine Größe ist jetzt schon die äußerste Grenze, wo es eigentlich schon belastend ist. Sei es von Klamotten oder alles Mögliche. Und die Kinder damals. Kinder können grausam sein, ja, in der Schule und so. Und das wollte ich ihr eigentlich ersparen. Und deshalb haben wir darauf hingearbeitet, dass es ein Junge wird. Es gibt ja da so ein paar Tricks, ne? Ich weiß nicht, ob ihr die kennt. Also eisprungnahen Verkehr soll, weil die sind ja XX und XY aufgebaut und die XY, also die männlichen Spermien, sind somit leichter, schneller, aber nicht so langlebig. Und deshalb, weil die ja schneller sind, soll man eisprungnahen Verkehr haben, weil die zuerst dann da sind. So, erster. Und was gab es noch für Tricks? Irgendwie vorher einen Orgasmus haben und dann erst der Mann, weil sich dann der pH-Wert ändert irgendwie, was dann wieder die männlichen Spermien begünstigen soll. Und was war es noch? Man soll nicht heiß baden oder der Mann soll nicht heiß baden vorher, weil das auch dann die männlichen Spermien eher zerstören kann. Und ach, wir haben das alles so gemacht und es ist im Endeffekt ein Mädchen geworden. Oh, vielleicht kann mein Freund auch noch Mädchen, aber ganz im Inneren habe ich mir wahrscheinlich ein Mädchen gewünscht, weil irgendwie, ich freue mich so doll, eine kleine Prinzessin, eine kleine Sassi, und ich finde es überhaupt nicht schlimm. Schon alles in Pink geholt und oh, nee, ist schön. Joa, Bauch. Mach ich zum Schluss. Ansonsten, was ist die Woche noch angefallen? Joa, wir werden wohl demnächst noch umziehen vor der Geburt. Also ich hoffe das zumindest. Wir haben nächste Woche Dienstag eine Wohnungsbesichtigung und ich hoffe, dass die gut ist. Also vom Angebot her war es top. Tippitoppi. Ich hatte ja die Hoffnung schon aufgegeben, dass für unser Budget nicht so was Schönes drin ist. Weil mein Freund erst ab nächsten Sommer dann arbeitet und dann könnte man ein bisschen mehr investieren. Und da war ich schon fast so weit, hier in der Zweiraumwohnung zu bleiben. Wir haben eine Zweiraumwohnung. Und mir ist das aber eigentlich lieber, wenn ich das alles schön vorher erledige, schon das Kinderzimmer einrichten kann und so weiter und so fort, als dass, wenn die Kleine dann da ist und dann noch Umzug. Ich glaube, das ist stressiger. Ja, und deshalb hoffe ich jetzt auf diese Wohnungsbesichtigung am Dienstag, dass da alles schön ist. Und dann denke ich mal, das war demnächst dann umziehen. Da muss ich gucken, wie es mit Internet ist und Videos drehen und so weiter und so fort. Das weiß ich noch nicht, ob das dann schnell geht mit dem neuen Internetanschluss. Da müssen wir mal gucken. Jo. Ja, zur Bauchform. Also, da war ich ja genauso ungeduldig. Mein Bauch hat sich ja echt erst voll spät entwickelt, sage ich mal so. Da habe ich auch wieder Videos geguckt, wo andere Schwangere ihren Bauch zeigen und schon irgendwie in der 13. oder 12. Schwangerschaftswoche eine kleine Kugel zu sehen war. Das war bei mir gar nicht. Das war frustrierend. Und wann ging das los? Also man kann wirklich sagen, mit allem, also mit dem Kindsbewegung, mit der Bauchentwicklung, so alles ab Hälfte der Schwangerschaft, ab der 20. Schwangerschaftswoche so. Da konnte man dann sagen, ja, das ist jetzt ein Babybauch. Und ja, da sieht man mal, wie unterschiedlich das ist. Also von Frau zu Frau. Bei mir alles ein bisschen später. Ja. So, jetzt überlege ich. Ich habe ja meinen Bauch eigentlich schon im letzten Video gezeigt. Aber eigentlich gehört es zu meinen wöchentlichen Updates dazu. Bauchumfang habe ich gemessen. Morgens. Also mit leeren Magen. Weil andere Schwanger kennen das sicherlich, wenn was gegessen wird, dass dann der Bauch plötzlich viel größer ist als morgens. Warum auch immer. Oh, meine Augen tränen immer. Das war im letzten Video auch schon. Ich weiß nicht, ob ich Heuschnupfen habe oder so. Keine Ahnung.
Und das hört sich jetzt viel an, aber wie gesagt, ich bin groß. Und da bin ich auch ein bisschen, habe ich auch ein bisschen mehr Umfang. Also mein Bauchumfang war heute Morgen 111,5. Und ich zeige ihn jetzt einfach trotzdem nochmal, weil es gehört mit dazu. Und manche haben vielleicht das vorige Video nicht gesehen, dass wir das Ganze hier komplett machen. Ne? So, das ist wieder auf gut Glück, dass ihr das überhaupt seht. So, von vorne sieht man ja immer nicht so viel. So. Hosen habe ich wieder. Ups, nee, so weit muss ich es ja nicht hochziehen. Habe wieder meine Hose bis zum Anschlag. So. Ja. Ich ziehe immer hier mein Speck ein bisschen ein, dann sieht man das besser. Also er ist nicht besonders groß. Also ich habe das bei anderen in der 22. Schwangerschaftswoche schon anders gesehen. Naja, muss ich mich auch halt nicht so abschleppen. Hat ja auch seine Vorteile. So, ja. Also, wenn ihr irgendwelche Anregungen habt, Ideen, zu was ich ein Video drehen könnte, dann immer her damit. Ich habe zwar auch schon ein paar Ideen. Auf jeden Fall, wenn meine Baby-Erstausstattung komplett ist, mache ich da ein Video zu. Aber erst wenn es komplett ist, also wird dann noch ein bisschen dauern. Als nächstes drehe ich ein Video ab über meine Pflegeprodukte in der Schwangerschaft, weil sich meine Haut da sehr verändert hat. Da werde ich dann in dem Video mehr dazu zu erzählen. Und ja, ansonsten würde es mich freuen, wenn ihr weiter zuschaut. Das macht mir total Spaß. Könnt mich gerne abonnieren und. Ja, ihr Süßen, ich werde jetzt gleich meine Mutti vom Bahnhof abholen und dann machen wir uns einen schönen Tag. Heute Abend gehen wir essen, schön zu meinem Lieblingschinesen. Deshalb habe ich mich auch ein bisschen schick gemacht heute. Und ja, ich wollte mal noch meinen Mopsi vorstellen. Es ist leider nur der Kleine da. Ich weiß nicht, wo der Große ist. Weil, ja, guck mal her, mein Schatz, weil der immer so schön bei mir sitzt. So, das ist mein Schwarzer, das ist der Kenzo. Den haben wir seit Januar. Der wird im November, im November ein Jahr alt. Kleinerer Bauke, ne? So. Gut, ihr Süßen. Dann bedanke ich mich fürs Zuschauen und ich wünsche euch noch was.